Da ist unser Jani wieder zurück. Herzlich willkommen zurück bei Fabian LP und Unravel. So, hier bricht wahrscheinlich die Bude. Ja, da muss man eben warten. Ich hab keine Geduld. Also bei dem geht ja noch. Aber bei dem. So, darüber. Nein! Ah! Hä, jetzt ist Nacht oder wie? Ja, ich krieg's trotzdem hin, in so einem kleinen Spalt da reinzuflutschen, ist klar. So. Boah, den hätte ich auch schon fast wieder versaut. Und da... Da ist der Checkpoint, zum Glück. Also, so. Sind wir festgeseilt. Nur die Frage, da drüben ist nichts, hä? Ah, da können wir uns trotzdem hochangeln. Ah, hier gäbe es wieder eine wilde Schlittenfahrt. Nur mal schnell schauen, da oben. Und los geht's. Oh, die Schnur. Okay, diesmal war es nicht so viel. Erfolg freigeschaltet, Schneefall. Okay. Was das auch immer ist, ich kann es jeweils danach eigentlich lesen. Könnten wir eigentlich mal machen. Oh, wo muss jetzt die hin? Das ist die Frage. Muss die hier runter? Eher, denke ich mal. Wir sind ja hier nirgends irgendwie vorbeigeschlittert, oder? Ne, ich denke nicht. Gut. Aber die Musik ist wieder äußerst gut, muss ich sagen. So, dann gibt es hier wieder einen Schneeball. Das ist ja einfach, dass man schon, nur schon auf die Idee kommt, schon geil. Ja. Für was hat man jetzt den Schneeklumpen hier gebraucht? Ah. Okay, jetzt ist das Loch zu und jetzt. Da ist der kleine Junge am Fischen. Gut, kommt mit. In unser Alpen. Ah, hier brauchen wir die ganzen. Okay. Oh shit, das war... das war knapp. Ist nur die Frage, wie stellen wir das Ganze hier an? Wir brauchen da drüben was. Aber so kriegen wir das nicht hin. Denn hier kommen wir nicht hoch. Okay. Also entweder habe ich es versaut. Wir können ja die Situation nochmals herstellen. Nämlich... Nee, das geht eben nicht mehr. So, bin ich nochmals gestorben. Ah, sind wir wieder hier beim Schneeball. Okay. Jetzt können wir mal vorgehen, schnell. Ah, ich hab's kapiert. Okay. Ja, da haben sich die Entwickler wieder mal was Tolles einfallen lassen. So. Nämlich muss der da. Muss da hin.
Aber die Musik ist äußerst schön. So, jetzt gehen wir darüber. Der passt nämlich genau in dieses Loch. Schaut jetzt. So. Dann der da. Passt natürlich ins andere Loch. Ich weiß auch nicht, warum ich es erst jetzt kapiere. So. Der passt nämlich hier rein. Genauestens. Und jetzt kann der Schneeball kommen. Gut, wäre vorher schon gegangen, aber jetzt ist natürlich perfekt. Eingerichtet. So, hier hoch und dann darunter. Ja, er hat jetzt nicht so viel Tempo, aber wir sind trotzdem langsamer. So, und so haben wir dieses Loch gestopft. Und dieses ist auch gestopft. Die Säge, die da hinten steckt, ist egal. Also, da haben uns die Entwickler wieder mal einen Streich gespielt hier. Ah, ich werde es euch schon noch sagen. Nee. So. Boah, wie es gerade reicht natürlich. Wie immer bei denen. Und hier saßen sie am Feuer. Sie hatten natürlich ein wenig kalt und das haben sie hier am Feuer prima hinbekommen, wieder hoch geheilt. Wie in der Long Dark natürlich. Okay, eine Teekanne. Was soll das Ganze wieder, frage ich mich da. Kann man sich so hochspicken? Ja, kann man. Aber für das da braucht man wahrscheinlich den Teekannenspick. Nur muss ich mich da fragen, wie das Ganze geht. Oh. Wenn ich jetzt die da runterschiebe, was passiert? Gar nichts. Alter, jetzt hat sie sich da so verfangen. Ja, jetzt komm, komm. Ja. Ah. Jetzt müssen wir uns hier hochziehen. Ne, jetzt geht sie wieder hoch. Also es muss was in die Kanne rein. Haben wir da drüben noch was? Ich weiß es gar nicht mehr. Also geh mal hoch da. Ne, hier haben wir nichts. Okay. Es muss was von da drüben sein. Man muss was in die Kanne reintun. Oder man muss sie einfach unten behalten, aber das funktioniert nicht. Weil man sie nirgends anbinden kann. Aber ich habe nichts. Also die da. Ah, ja, gut. So, hier hin. Dann mach ich mal schnell den ab hier. Den da unten auch. So. Es wird langsam mit dem Fan kompliziert hier. Alter, wie weit wir jetzt mit dem gehen müssen hier. Nämlich hier hoch. Faden spannen. Funktioniert nicht. Ah, wir haben ihn erst abgenommen, jetzt spannen. So. Also zuerst muss man sich mal den Schlüssel im Level zusammensuchen, um an diese Blumen heranzukommen. So, dann in natürlich in die Kanne rein, das passt genau. Dann hier hoch. Ja, und jetzt bin ich auf dem Dach, da bin ich falsch. Nein! Ach, das war die Lösung. Nein, die Blume. Geh weg. Oder war das ein Sonderstern? Nee, ich denke nicht.
Das war der, den wir gesucht haben. Also wir mussten das... Kalt, aber warm. Erfolg freigeschaltet. Da kommt das nächste. Oh, das Buch ist langsam voll, habe ich das Gefühl. Kalt, aber warm haben wir da freigeschaltet. Wintersonne. Manche Tage fühlten sich warm an, sorry. Egal wie kalt sie sind. Und manche Dinge machen Spaß, egal wie alt man ist. Ja. Und manchmal wünscht man sich, dass ein Besuch ewig andauert. Ach, ich drücke mir die falsche Taste. Das Haus war eingeschneit. Im Norden. Meterhohe Lawinen trennten die Straße ab. Man konnte trotzdem laufen gehen. Es war einfach ein idyllisch schöner Tag mit schöner Sonne. Es war streng, sich im Schnee vorzubewegen, durch den Wald mit dem Ski. Wir errichteten ein Feuer, damit wir uns wärmen konnten. Die Kinder spielten mit dem Schlitten im Schnee. Und es war einfach, wir hatten Spaß mit der ganzen Familie. Ein so wunderschöner Tag. Am Abend kam ein Sturm auf, es wurde kalt. Und jetzt geht's weiter, hier. Oh, wie ich mich wieder abfacke, dass ich diese Blume nicht mitgenommen habe. Ich dachte, dass man das auch nicht mehr stoppen kann, wenn man mal in der Nähe dieses Ding ist. Weil du weißt es ja gar nicht. Weiter müssen wir hier. So, dann hier hoch. Übers Klavier. Dann wieder hoch. 3 von 5, wir hatten 4 gehabt. Und jetzt kommt Rost. Rost. Ich glaube, es wird kalt. Oh, das Tor geht auf, es ist aber kalt, es schneit. Zurückgehen geht nicht, hä? Ja, jetzt rennt er wieder im Pfosten rein, ist klar. Okay, da geht's los. Verschneites Auto. Da ist die erste Dings, wo wir etwas machen können. Ah, nee, nicht hier hoch. Nur ist hier wieder die Frage, was es uns bringt hier. Ich gehe trotzdem mal noch schnell da unten rein. Ah, da kommt man nicht rein. Okay. Ah, und jetzt kommen wir nicht weit. Ach. Aber wieso macht man denn das so offensichtlich dahin, wenn wir da nicht reinkommen? Außer da unten ist natürlich was. Nee, da ist nichts gut. Aber jetzt komme ich natürlich nicht mehr hoch, ist klar. So, komm. Alter. Jetzt geht's gut. Soll's euch reichen mit dem Garn oder? Ja, perfekt. Gut. Sollen wir das einfach mal verbinden da? Das sieht eben eher wie eine Maschine aus hier. So, da unten ist aber nichts, hä? Gut. Ah, für das brauchen wir es, okay. Dann... Darüber, gut. Wir versinken fast im Schnee.
Oh, da ist der erste Checkpoint. Jetzt wird es wahrscheinlich schwerer, denke ich mal. Oh, der kippt. Ja, schön. Ich dachte nur, ach komm, fährst du schnell runter, dann siehst du, wie der wegspringt. Was? Ich hab mich... Ich wurde erdrückt am Reifen, den ich selbst hochgedrückt habe. Okay, das ist auch wieder mal interessant. Ja, das ist auch scheiße. Können wir da aufs nächste Auto springen? Ja, können wir. Gut. Oh, das... ist aber nicht so gut im Zustand. Und wahrscheinlich hätten wir wieder mal... Pech gehabt. Ne, aber wahrscheinlich hätten wir da auch aufs Auto rauf müssen. Also nur rauf, wieder auf den Reifen zurück. So. So. Und da sind wir gelandet. So, ich habe mich nur gerade wieder gefragt, warum können wir nicht da unten dann gehen? Da haben wir die Lösung wieder mal. Weil unten scheiße ist? Nee, weil es natürlich nicht geht da. So. Ach, kacke. Wir könnten uns auch mal irgendwo festmachen, dann müssen wir nicht immer ganz zurück. Hoch da. So. So langsam bin ich auch, ich bin gut eingespielt. Also langsam muss die Story wieder ein bisschen greifen. So, jetzt ziehe ich mich da mal ran. Mache wieder schnell Knoten. Ich hoffe, es reicht dann auch mit dem Garn auch. So, und jetzt schwing. Und da oben sind wir. Und es reicht, schön. Man sieht ihn fast nicht, es ist so dunkel hier. Boah, Alter. Ja, bang, tschüss. Einerseits, ich lieb's ja, wenn es mal so abgeht ein bisschen. Da ist es jetzt einfach gerade ein bisschen sehr dunkel. Nein, und jetzt hier. So. Es bringt uns aber nichts, wenn wir uns hier festknoten, glaube ich. So, hier drin ist nichts, hä? Ne, gut. Außer da wäre natürlich eine Blume gewesen wahrscheinlich. Da haben wir wieder den Mann mit dem Hund. Der geht hier wieder herum. Hier ist ja die Welt in Ordnung eigentlich, denkt man sich. Oder wird sie hier zur Zielscheibe? Okay, da ist eine Blume. So, dann hier rüber. Die Frage ist einfach, wie kommen wir jetzt da hoch? Wahrscheinlich über die andere Seite, denke ich mal. Denn hier bringt das Schwingen nicht so viel. So, hier wieder entseilen. Ach, habe ich wieder versaut. Dann wahrscheinlich wenn wir da drüben den nehmen. Hä? Wieso ging es jetzt nicht? So, komm, zieh dich ran. Ich frage mich einfach, was ist das für ein Ding?
So, und was ist hier? Frage ich mich auch, aber hier ist nichts. Es bleibt mir für immer ein Rätsel, wie man an diese Blume hier herankommt. Also irgendwie scheint das hier bei mir nicht zu funktionieren. Also es geht doch irgendwie anders. Da ist auch noch eine Dose am Boden. Aha. Okay, was bringt mir das, dass ich hier vielleicht spannen könnte? Nee, ganz und gar nicht spannen. Hier ist nichts von spannen. Oder ich muss vielleicht zuerst den da drüben wegmachen. Hallo, ich will den. Ja, so. Zuerst abmachen. Und dann kann ich ihn anmachen, oder? Jetzt geht's, genau. Nur noch so ein kleiner Selbsttest. Nicht, hä? Gut. Die Blume ist also vorbei. Keine Ahnung, wie die ging. Die war auch recht schwer, denke ich. Aber wir halten weiter Ausschau nach Blumen natürlich. Da unten ist nicht zum Beispiel eine. Ah, da haben wir eine gehabt. Schön. Gut, habe ich da noch was geschaut. Boah, da fliegt wieder ein Vogel vorbei. Aber die tun es hier nichts, glaube ich. So, ich bin da zu weit unten. Nur ist die Frage, weshalb muss ich hier überhaupt rumturnen? Ah, weil es da rauf geht, okay. Ja, wegen dem hier. Aber wo geht's denn weiter? Hat's noch einen Anschlusspunkt irgendwo oben? Muss es ja fast. Ja, das ist so eine Scheiße, wenn die sich bewegen. Was ich sag, das hasse ich ja. Ah, da oben geht es auch noch irgendwie lang. So, es wäre auch fast wieder gestorben. Die Frage, ob wir überhaupt da drüben lang müssen. So, schwinge ich mich nochmals. Nee, da kommt immer der Holzwand. Also die Frage ist mir ein Rätsel. Hier habe ich auch keine Verbindung, richtig? Müssen wir denn hier lang? Eigentlich schon. Weißt du was? Ich lasse mich fallen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Also ich werde jetzt auch nicht spicken, aber jetzt beende ich mal die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Infos unten in der Beschreibung. Check die auch ab. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschüss!